Sri Lanka, 10 Jahre nach dem Tsunami, 5 Jahre nach dem blutigen Ende des Bürgerkrieges. Hier auf der Halbinsel Jaffna im Norden des Landes sind die Spuren der Katastrophen heute noch allgegenwärtig. Viele Menschen sind damals irgendwohin geflüchtet und kehren nun in ihre Heimatregion zurück. Sie stehen vor zahlreichen Herausforderungen, da nicht nur Häuser und Infrastruktur, sondern meistens auch ihre Existenzgrundlage zerstört worden war. Hinter mir, wo jetzt mein Mann sitzt, war früher unser Haus. Wo ich stehe, war die Küche, vor dem Tsunami. Als der Tsunami kam, hörten wir zuerst nur ein Brummen. Und schon riss das Wasser unser Haus weg und spülte uns in alle Richtungen. Ich konnte mich zum Glück an einer Palme festhalten. Die Wucht des Wassers hatte mir alle Kleider weggerissen. Als ich mich später zum Haus zurückschleppte, waren dort Verwandte mit meinem 11-jährigen Kind in den Armen. Es war tot. Verzweifelt suchte ich nach meinen anderen 2 Kindern. Aber auch sie fand ich nur noch tot. Vier Jahre nach der Tragödie kam Lima zur Welt. Heute hilft sie bei der Pflege des Grabmals ihrer Geschwister, die sie selber nie gekannt hat. Der Tsunami zerstörte alles, was wir hatten, auch unsere Boote, Netze und Motoren. Wir waren verzweifelt. Bald aber erhielten wir von Caritas ein Motorboot. Doch 2 Jahre später ging der Krieg los und wir wurden vertrieben. Als wir dann nach dem Krieg im 2009 wieder in unser Gebiet zurückkehrten, hatten wir wieder alles verloren und ich konnte nicht mehr fischen. Zum Glück gab uns die Schweiz dann Fischernetze. Zudem erhielt ich von einer Bank einen Kredit, um ein Boot mit Motor zu kaufen. Jetzt kann ich wieder fischen und ich kann sogar den Kredit in kleinen Raten zurückzahlen. Für die Zukunft bin ich sehr zuversichtlich. Die rückkehrende Bevölkerung soll möglichst rasch wieder zu einem normalen Leben zurückfinden. Dazu brauchen die Menschen ein mehr oder weniger regelmäßiges Einkommen. Ihnen dies zu ermöglichen, ist das Ziel des Livelihood-Programmes der DEZA. Implementiert wird es vom Schweizerischen Arbeiterhilfswerk. Die meisten Leute in dieser Region sind Fischer. Wir unterstützen die Bedürftigen unter ihnen mit Netzen, Booten und Motoren, damit sie sich ein Einkommen erwirtschaften können. Das Wiederaufbauprogramm der DEZA im Norden von Sri Lanka beruht auf 3 Säulen. Die erste Säule ist der Wiederaufbau von privaten Häusern. Die zweite Säule ist Infrastruktur mit Priorität Wasser und Kommunalbauten. Die dritte Säule ist Livelihood, das heißt eigentlich das Generieren von Einkommen. 50 Kilometer weiter südlich im Landesinneren war der Tsunami keine Bedrohung. Die Menschen hier leben vorwiegend von der Landwirtschaft. Ich bin Reisbauer. Dieses Jahr war sehr schlecht für mich, weil die Monsunregen ausgeblieben sind. Dadurch habe ich 80% des Ertrages verloren. Kurz nach meiner Heirat mussten wir wegen dem Krieg flüchten. Als wir 4 Jahre später zurückkehrten, war unser Haus zerstört. Ich habe dann diese kleine Hütte gebaut, wo wir seit einem Jahr leben. Im Sommer ist es fürchterlich heiß hier drinnen, weil die Decke so tief ist. Im Winter und während des Monsuns kommen giftige Schlangen und Insekten ins Haus. Und bei schlechtem Wetter bläst der Wind ins Haus und der Regen tropft durch das Dach. Deshalb freue ich mich sehr darauf, möglichst bald in unser neues Haus einzuziehen. Dass die Familie nun ein eigenes Haus bauen kann, verdankt sie dem Häuserbauprojekt der DEZA. Zwischen 2009 und 2015
werden im Norden Sri Lankas 5000 Häuser erstellt. Wobei nicht die Dezza Bauherrin ist, sondern die Familien selber. Das Prinzip des Cash-for-Housing-Programms ist, dass die Familien die Baumaterialien und die Arbeiter selber organisieren. Wir unterstützen sie finanziell und geben ihnen die notwendigen Inputs während technischen Meetings. Während dieser Meetings werden die Familien auf ihre Rolle als Bauherren vorbereitet. Lokale Spezialisten der Dezza informieren sie über die genauen Abläufe des Programmes und sie erklären ihnen, worauf sie beim Bau besonders achten sollen. Zum Beispiel auf die Qualität der Dachziegel, die Wahl des richtigen Holzes oder wie man Offerten für Baumaterialien und Arbeitskräfte einholt. Der Bau eines Hauses kostet umgerechnet etwa 5000 Franken. Die Zahlungen an die Familien erfolgen etappenweise, gemäß Baufortschritt. Ingenieure der Dezza kontrollieren die Qualität, protokollieren den Abschluss einer Etappe und lösen dann die nächste Zahlung aus. Bei den regelmäßigen Besuchen werden die Familien bei technischen Entscheidungen unterstützt. Dank diesem sogenannten Homeowner-Driven Approach können die Familien die Häuser nach ihren Wünschen und Bedürfnissen gestalten. Und sie übernehmen die volle Verantwortung für die Qualität. Jeden Morgen fährt die Mutter ihren 5-jährigen Sohn in den Kindergarten, weil er sonst eine gefährliche Straße alleine überqueren müsste. Der Kindergarten platzt aus allen Nähten. Das Häuschen ist viel zu klein für alle Kinder. Und es ist heiß im Inneren, das setzt den Kindern zu. Außerdem haben wir keinen Zugang zu Trinkwasser. Also müssen die Kinder es von zu Hause mitnehmen, was nicht immer einfach ist. Auch eine Toilette ist nicht vorhanden. Dies sind unsere Probleme. Deshalb freuen wir uns sehr auf das neue Gebäude, welches die Dezza baut. Die Infrastruktur in den Dörfern hat während dem Krieg sehr gelitten. Deshalb baut die Dezza Schulen und Kindergärten wieder auf. Bis jetzt sind rund 25 Schulen und 30 Kindergärten gebaut worden. Eine weitere Herausforderung im Norden Sri Lankas ist Wasser. Obwohl wir einen Brunnen haben vor dem Haus, können wir das Wasser nicht trinken, weil es versalzen ist. Also muss ich das Wasser von weit her holen. Und nach der Reisernte können wir auf den Feldern nichts anderes mehr anpflanzen, weil das Wasser aus dem Brunnen zu salzig ist zum Bewässern. Hier gibt es keine Flüsse oder Seen. Das Regenwasser fließt direkt ins Meer und wird nicht gespeichert. Deshalb baut die Dezza Regenrückhaltebecken. Der Bau von Regenrückhaltebecken ist für uns prioritär. Sie vermeiden, dass das wertvolle Regenwasser direkt wieder ins Meer fließt. Sie halten den Grundwasserspiegel hoch und es wird vermieden, dass Salzwasser im Untergrund ins Landesinnere schwemmt. Dank diesen Becken führen zahlreiche Brunnen, die zuvor versalzen waren, wieder genügend Trinkwasser. Zudem sind sie wertvolle Wasserspeicher für den Alltagsgebrauch und die Bewässerung. Zurück auf die Halbinsel Jaffna. Auch die Fischerfamilie lebte jahrelang in einer notdürftigen Unterkunft aus Holzbrettern und Plastikplanen. Und auch sie wurde beim Bau ihres Hauses von der Dezza unterstützt. Das neue Haus wurde vor 6 Monaten fertiggestellt, in sicherer Distanz zum Meer. Hier ist unser Wohnzimmer. Da sitzen wir zusammen, essen, schauen Fernsehen. Dies ist der Altarraum. Hier wohnen Verwandte, wenn sie zu Besuch sind. In diesem Zimmer schlafen wir. Und dies ist unsere Küche. Hier schaut meine Frau zum Rechten.
Die Küche ist sehr schön geworden. Genauso habe ich sie mir vorgestellt. Auch einen Brunnen haben wir bauen können. Das Wasser können wir trinken und benutzen es zum Kochen. Meine Tochter geht zur Schule und im nächsten Monat werde ich ein weiteres Kind zur Welt bringen. Ich glaube, dass wir eine schöne Zukunft vor uns haben. Wie sich die Situation in Sri Lanka weiterentwickelt, ist ungewiss. Das Drei-Säulen-Programm der DEZA hat jedoch dazu beigetragen, dass viele Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen, ein Dach über dem Kopf haben und ihre Kinder zur Schule schicken können. Kurz, sie haben zu einem normalen Leben zurückgefunden.